Seid gegrüßt. Willkommen bei Knights of Honor. Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Folge Knights of Honor. Vorab schon mal, ich würde das Ganze in mehrere Tutorials hier unterteilen, wo ich natürlich erst anfange, euch was über die Einstellungen zu erklären, danach über das Game selber, richtige Truppenführung, wie kriegt man die größten Truppen in-game, also die höchste Truppenstärke, Größe, Verwalten von Provinzen, richtige Spionageabwehr von eigenen Spionen. Ja, und allgemein über die Siedlungen. Was sollte man wo vielleicht eher bauen? Und ja, ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein in das Ganze, wa? Starten einfach mal eine neue Kampagne. Und... Oh, sorry. Der Kaffee kickt ganz schön. So, hier werden wir erstmal komplett überwältigt von tausenden von verschiedenen Farmen. Im Großen und Ganzen ist hier eigentlich nicht allzu viel wichtig, wenn ihr Provinzen wählt. Ganz egal welche, wenn ihr Königreiche wählt. Ja, und ihr habt wirklich eben erst mit dem Spiel begonnen, selbst wenn ihr schon Profi-Gamer seid, dann bietet es sich immer an, in der Nähe der Küste zu bauen. Ja. Mehrere Küstensiedlungen ist natürlich immer grandios, um ordentlich Gold zu generieren, um selbst in der Provinz, falls ihr hier auf Provinz stellen solltet, wenn ihr nicht großartig Nahrung generieren könnt, könnt ihr das alles über einen Hafen machen. Das heißt, ihr solltet da eher weniger Probleme haben. Also wirklich entweder in der Nähe der Küste, außen lang hier, ne, hier vom Meer, vom Ozean, oder ihr nehmt am besten gleich eine kleine Insel. Das geht immer. Ne. Ja, das Ganze dazu. Im Großen und Ganzen müsst ihr euch alles hier vorstellen. Egal welche Provinz oder welches Königreich ihr nehmt. Wir bleiben erstmal bei Provinzen. Macht sich vielleicht ein bisschen einfacher beim Erklären. Dann ist das so, dass Dinge, die darauf stehen, jetzt meinetwegen Dörfer, Kirchen, also beziehungsweise Kloster, Burgen, Dinge, die hergestellt werden, also Produkte, die ihr dann herstellen könnt, sind alle immer zufällig generiert. Es ist also nie so, wenn ihr meinetwegen sich in Palamero hier startet, ne, und ihr habt mit euren Kumpels oder alleine so weit gezockt, dass ihr hier durch seid oder halt nicht mehr spielen wollt oder halt tot seid oder wie auch immer, und ihr startet dann wieder mit Palamero, dann habt ihr nie dieselben Dinge drauf gespawnt. Ne, wenn jetzt meinetwegen beim ersten Mal habt ihr, meinetwegen, ich sage eher einfach mal ein Dorf, ein Kloster und ein Getreidefeld. Habt ihr beim zweiten Mal anfangen, war vermutlich, ich, wenn ihr Glück habt, wieder ein Dorf, eine Mine, whatever. Also es ist immer alles zufällig generiert, egal was darauf erscheint. Ja? Das ist ganz wichtig. Habt darauf selbst keinen Einfluss. Ihr könnt auch dazu nichts einstellen. Es ist immer zufällig generiert. Finde ich auch ganz angenehm. Da hat man immer einen unterschiedlichen Spielstil am Anfang. Ja, was gibt's großartig hier zu sagen? Spielregeln. Normalerweise ist die Spielregel da Weltherrscher, alleiniger Weltherrscher. Dazu sei einfach nur gesagt, es gibt insgesamt 9 Königreiche. Die größten von der Punktzahl her. Das heißt, ihr habt das größte Königreich oder ihr habt die meisten diplomatischen Ereignisse oder ihr seid am meisten kirchlich bewandt oder ihr treibt den meisten Handel oder irgendwie sowas oder die höchste Provinzstärke oder wie auch immer, ja. Dann seid ihr meistens oder wirklich sehr häufig schon
mit einer der neun größten Reiche. Das wird euch aber alles auf dem Spiel gesagt, wann ihr eins der Großreiche seid. Die Jahreszahl, ja, sagt eigentlich nicht allzu viel aus, außer halt natürlich allgemein, wenn man dann auf die Königreiche schaut, verändern sich natürlich dementsprechend auch sehr stark. Es entstehen neue Königreiche. Deutschland jetzt hier zum Beispiel relativ klein, sage ich mal. Ne? Viel aufgespalten in alle Richtungen. Wenn wir jetzt das Jahr erhöhen, das alles schon ein bisschen, naja, zusammenhaltender, sage ich mal. Es schließen sich neue Provinzen, Meißen, Sachsen. Ne? Und wenn ihr natürlich im letzten Zeitalter seid, ist Deutschland schon fast Deutschland, sag ich jetzt einfach mal. Hier drüben hat sich ein neues Reich gebildet, Goldene Horde, Moskau hier oben, Litauen ist recht groß geworden und immer so weiter. Ja, Provinz oder Königreich? Ne? Ist meistens immer die Frage, gerade beim Anfang. Es kommt natürlich darauf an, inwiefern ihr schwer oder leicht spielen wollt. Wir machen das Ganze mal sehr schwer. Es hat beides Vor- und Nachteile. Ein großes Königreich, natürlich, wenn ihr das nehmt, jetzt zum Beispiel Ungarn, sage ich einfach mal, ne? Ihr habt hier relativ viele Provinzen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Stück insgesamt. Ist natürlich der Vorteil, ihr habt ein relativ hohes Goldeinkommen. Ne? Habt viel zum Upgraden, um noch mehr Gold zu generieren, um noch andere Ressourcen zu generieren, die ihr dafür andere Sachen braucht. Komme ich aber später noch zu. Ist recht angenehm, was das gerade das Generieren von Gold angeht. Kann aber auch leicht nach hinten losgehen, gerade wenn es um die Provinzstabilität geht. Was meine ich mit Provinzstabilität? Wenn ihr jetzt meinetwegen, ihr habt jetzt hier oben rechts in der Provinz Kassa euer Königshaus und ihr lernt natürlich auch mit jedem Ritter, mit eurem König und natürlich auch mit allen männlichen Kindern vom König, lernt ihr verschiedene Perks, Talente. Mit den Talenten könnt ihr verschiedene Sachen machen, wie jetzt zum Beispiel Königreichstabilität erhöhen, die Provinzstabilität erhöhen oder halt wirklich spezifische Perks, die nur für seine Klasse angesehen sind, ne? Diplomat, Kleriker, whatever. Komme ich auch gleich noch zu. Worauf ich eigentlich eingehen möchte, ist, wenn ihr jetzt, angenommen, ihr habt jetzt hier in Kassa euren König drin, ne? Habt meinetwegen noch zwei Ritter, die irgendwelche anderen Provinzen regieren. Dann kann es zum Beispiel sein, wenn jetzt hier Pietz von Keim regiert wird und Österreich aber eine recht hohe Königreichsstabilität hat, dann kann es zum Beispiel passieren, dass Pietz sagt, ja, dieses kleine Provinz hier, pass mal auf, Digga, Österreich hier fällt uns mehr, die sind stabiler, die laufen besser, ich bin jetzt ein Österreicher oder fühle mich zu Österreich hingezogen. Dann Österreich natürlich irgendwann sagen, pass mal auf, Digga, hier aus Ungarn, ich hätte gerne hier unten das Land, Pietz, weil die Leute wollen zu mir. Was ich damit im Groben nur sagen will, ist, Königreich hat den Vorteil, ihr generiert Unmengen an Gold, also wirklich recht viel, aber es ist sehr schwer, gerade am Anfang, da eine vernünftige Struktur reinzubauen. Natürlich nur abhängig, mit wie viel Gold ihr beginnt und alles, aber davon jetzt mal unabhängig gesehen, ist es relativ bescheiden, ein großes Königreich zu regieren. Ja. Ich persönlich wähle lieber Provinzen. Ich nehme lieber nur eine Provinz. Ja. Mein Vorteil in dem Moment, in dem eine Provinz eine vernünftige Stabilität herzustellen, ist recht einfach. Ja. Sagen wir aber so, wie es ist. Problem ist natürlich, da vernünftig Geld zu generieren, ist ja wieder ein bisschen schwieriger, weil der König sollte vernünftige Perks haben, ihr solltet auch einen vernünftigen König haben. Aber im Großen und Ganzen finde ich es leicht schwerer, leicht einfacher, ja, kann man so und so sehen. Also
Es ist angenehmer, sagen wir mal so. Es, im Großen und Ganzen ist es schwerer, sich gegen die anderen durch, also ne, zu behaupten. Aber bei einer alleine, wenn man gerade startet, ist es angenehmer. Oder wenn ich jetzt hier gegen meine Jungs spiele, Unknown oder Jay, man merkt den Unterschied, ne? Man geht mit nur ein paar Punkten oder mit null Punkten und dann muss man sich hier überall hocharbeiten, muss eine Reihe erobern und das halt nur mit einem verkackten Land, ne? Wo du natürlich nicht unendlich Soldaten generieren kannst, ne? Ob jetzt nur Schwertkämpfer, whatever, oder Infanterie oder Verteidiger oder wie auch immer, ne? Spielt ja keine Rolle. Ist es relativ schwer, was das angeht. Aber das stabil zu halten, ist dafür am Anfang ein bisschen einfacher. Königreich Größe. Ihr könnt natürlich, wenn ihr sagt, ihr wollt nur eine Provinz haben, wollt trotzdem zwei Provinzen haben. Das bleibt euch überlassen. Wie gesagt, denkt an meine Worte, umso mehr Provinzen ihr habt, umso schwieriger wird es, da eine vernünftige Stabilität reinzukriegen. Ist natürlich auch abhängig, was euer König für Effekte hat, ja, was er für Talente hat und all sowas. Und was ihr für Perks im Königreich Talentbaum noch mit zusätzlich auswählt. Da gibt es extra nochmal was. Komme ich aber noch zu. Ja, ansonsten dachte ich, würde immer eine Provinz auswählen, immer kleinstmöglichen starten und dann voll durchhauen. Religiöser Status. Da geht es eigentlich nur darum, wie historisch oder herausfordernd wählt, geht es eigentlich nur darum, wenn ihr zum Beispiel, angenommen, ihr würdet Rom nehmen, ja, in Rom regiert der Bischof. In Konstantinopel zum Beispiel regiert ein Kardinal. In Mekka und Medina herrschen Kalifen. Da geht es einfach nur darum, es gibt auch noch andere Bereiche, wo Kardinale wohnen und all sowas. Da geht es einfach nur darum, ob ihr den Titel behalten wollt, ja, wenn ihr irgendwelche Provinzen oder Königreiche auswählt, oder wollt ihr die lieber aberkannt haben und euch dahin arbeiten? Deswegen habe ich immer herausfordernd. Also ich will bei Null starten und dann, Digga, der Bischof ist meiner, so in etwa. Ne? Mehr gibt es halt großartig gar nicht zu sagen. Die Anfangsklasse kann jeder machen, wie er will. Ich persönlich spiele immer auf zufällig. Ich will gar nicht wissen, was ich kriege. Wenn man es sich aussuchen kann oder ihr möchtet euch das selber aussuchen, ist es relativ gut, wenn ihr im katholischen Raum seid, entweder ein Kleriker oder ein Kaufmann. Ja, seht ihr hier drüben, Religion katholisch. Weil der Bischof will immer wieder mal was von euch. Ob nur Gold oder irgendwelche, hier kommt man einen Krieg bei oder wie auch immer. Da ist es schon angenehmer, wenn der König dann wirklich auch ein Kleriker sein sollte. Geht einfach nur darum, dass sie dann relativ fix an Bücher kommt. Das ist einfach nur eine Ressource, um gewisse Sachen zu generieren, wie jetzt zum Beispiel Talente freischalten und wie auch immer. Macht sie mit dem Kleriker ganz gut am Anfang. Ihr habt einen besseren Bezug zum Bischof, wenn euer König auch selber noch Kleriker ist. Das stärkt auch die Aufgaben, die ihr von ihm kriegt, wie jetzt zum Beispiel eine Reise nach Rom, eine Reise nach Jerusalem, wie auch immer, eine Reise nach Konstantinopel. Und auch nur so generiert ihr hier in Rom Meinung vom Bischof. Ja, sonst könnt ihr die Meinung nicht erhöhen. Ihr könnt zwar natürlich auch einen Diplomaten reinschicken, aber es macht schon einen Unterschied, ob, euer Kleriker, ob nur euer König oder nicht, euer Kleriker nach Rom geht und, ich sage mal, 150 Meinung generiert, oder ob ihr da einen Diplomaten drin habt, der, was weiß ich, alle 10 Minuten oder so 8,2 Meinung generiert beim Bischof. Das ist absolut Bullshit, da einen Diplomaten drin zu schicken. Was dazu? Natürlich beim Kaufmann ist der Vorteil, wenn ihr einen Kaufmann habt und ihr baut an der Küstensiedlung. Digga, ihr generiert so unheimlich viel Gold am Anfang. Es macht mega Laune. Wenn ihr natürlich für einen Krieg aus seid, dann wählt natürlich einen Marschall. Ja? Also ihr könnt euch da komplett frei auslassen. Oder halt wirklich, ihr geht auf Diplomat. Das würde bedeuten, dass ihr relativ schnell Freundschaften zu anderen Ländern schließt. Ihr habt dann natürlich ein bisschen mehr Einfluss auf andere Länder.
kann auch ganz schön sein. Spion, absolut nice. Ja, wenn ihr Ländereien haben wollt, genauso wie es gilt auch für einen Kleriker genauso, aber für einen Spion noch ein bisschen mehr. Wenn ihr Provinzen übernehmen wollt, ohne großartig Krieg zu führen, oder wenn ihr sagt, hier, pass auf, ich habe einen Marschall, aber der ist nicht ganz so stark. Ich will aber trotzdem Venedig haben. Ja, Venedig am Anfang ein ganz starkes Land. Dann solltet ihr echt immer aufpassen, irgendwie das Land vorher zu zermürben oder immer dafür zu sorgen, zu sagen, hier, Deutschland, ja, wenn man jetzt auf Königreiche geht, Deutschland, greift doch mal Venedig an. Ja. Wenn die ja sagen und ihr tretet dann bei, ist das mal eine ganz andere Hausnummer. Ja, aber wenn ihr am Anfang alleine seid, ihr recht wenig Gold habt, ihr habt nur eine Provinz, dann ist das relativ schwierig, Venedig anzugreifen und zu sagen, Digga, das ist jetzt meins. Ja. Wie gesagt, ich nehme gerne mal zufällig. Ich will gar nicht wissen, was ich am Anfang kriege. Ich skill mir das dann eher so, wie ich es mir haben möchte. Euren ersten König, den ihr habt, solltet ihr, gerade wenn ihr nur eine Provinz habt, immer so auswählen von den Skills her, dass es auf euer Königreich abgestimmt ist. Sprich, das heißt, euer erster König sollte immer mindestens ein Talent haben, mit dem ihr Gold generieren könnt. Und immer mindestens ein Talent haben, um eure Provinzstabilität oder Königreichstabilität zu erhöhen. Das ist ganz wichtig. Wenn ihr das am Anfang habt, alles kein Thema, dann geht der Rest schon von selber. Habt ihr das nicht, müsst ihr natürlich neue Ritter kaufen, die dann Marschall, Kaufmann, Diplomat, Kleriker oder Spion sind. Ne? Das ist natürlich klar. Gold lasse ich immer auf normal. Normal sind immer nur 1000 Gold am Anfang. Damit kann man nicht wirklich viel anfangen, aber es geht. Hoch sind meiner Meinung nach, glaube ich, 2000 Gold und sehr hoch, ich bin der Meinung, 4000 Gold. Könnt mich gerne in den Kommentaren mal wissen lassen, ob das wirklich 4000 Gold waren. Ich möchte sagen, ja. Ich bin mir aber gerade wirklich unsicher. Alterungsgeschwindigkeit. Wenn ihr die einstellt, solltet ihr das eurem Spielstil anpassen. Beziehungsweise, wenn ihr Multiplayer spielt, ist es entweder auf normal, wenn ihr einfach so eine Lobby aufmacht und da fremde Leute reinlassen wollt. Spielt ihr mit euren Kumpels oder allgemein mit Freunden oder wie auch immer, Freundinnen, dann macht euch da irgendeine Alterungsgeschwindigkeit aus. Eigentlich geht es da bloß darum, habt ihr sie auf langsam? Vollkommen klar, überlebt euer König länger. Kleines Beispiel. Ihr habt es auf normal. Ja. Ihr habt meinetwegen einen Marschall als Ritter angestellt, ne, der für euch hier Kämpfe macht, wie auch immer. Ne? Und der ist erwachsen. Und euer König ist meinetwegen jung. Dann stirbt trotzdem als allererstes euer König. Auf normal. Sprich, das heißt, euer König altert immer schneller. Immer. Egal was ihr macht, egal was ihr tut, euer König altert immer schneller. Das ist immer so. Habt ihr es auf langsam, dann hält sich das relativ gut in Grenzen. Dann geht das einigermaßen. Was ich meine mit Spielstil oder an Spielstil angepasst. Ich zum Beispiel spiele lieber auf den König, den ich an mein Land anpasse, dem jeweils Perks bzw. Talente gebe, so dass er das Königreich einmal verführen kann, dass ich schön Gold kriege und wie auch immer. Ne? Jay zum Beispiel, ein Kumpel von mir, der spielt lieber auf normal bzw. schnell, weil er spielt gern auf diesen Wechsel. Was ich damit sagen will, ist, ihr habt ja verschiedene Sachen, die ihr generiert, ne? Wie jetzt zum Beispiel Gold, Bücher, Frömmigkeit. Das sind Ressourcen, die ihr natürlich im späteren Spielverlauf immer wieder braucht. Es ist einfach so, ja. Und deswegen spielt Jay eher auf schnell, beziehungsweise auf normal, um halt in seinem Familienstammbaum Talente auszuwählen, die natürlich für alle Könige zählen, die er hat. Und seinen Kindern dann jeweils, meinetwegen, er startet als Kaufmann, sagen wir einfach mal, ne? Mit dem generiert er Gold. Dann kriegt er einen Sohn und sein Sohn sagt da, hier, du wirst jetzt ein Kleriker. Einfach nur, damit er weiß, alles klar, wenn dann der König stirbt und Gold generiert hat, ordentlich, dann kommt als nächstes dann der Sohn dran, der für mich ordentlich Bücher und Frömmigkeit ranholt. Das ist ja, wie ich meine.
Und so müsst ihr das Ganze eurem Spielstil ein bisschen anpassen. Geht ihr mehr auf eure Talente und wollt eher diesen Wechsel haben, um immer mal was zu generieren? Oder sagt ihr lieber, ihr spielt eher auf Langlebigkeit und passt einen König so dermaßen gut an und von mir aus die Kinder macht ihr dann halt ganz genauso, ne? Spielt ja keine Rolle. Und spielt dann mit diesen Perks einfach nur weiter, dass ihr halt wirklich, meinetwegen, immer eure, Ahnung, Late Game sind es über 2000 Gold teilweise, die ihr generiert. Mein höchstes war bisher sogar 2600 gewesen. Und das habe ich halt nur mit dem Spielstil Alterungsgeschwindigkeit langsam hingekriegt. Weil schnell ist absolut nicht meins. Ich mag das überhaupt nicht, weil das Problem ist, stirbt euer König, sinkt die Meinung der Kaufleute, die Meinung der Adligen und whatever, die Meinung der Bauern, es geht alles runter. Also ihr habt nur irgendwo Nachteile. Natürlich habt ihr dann, wenn ihr euren Sohn was anderes gebt, wenn ihr denn einen Sohn kriegt, das kommt mir dazu, der meinetwegen Spion ist oder Marshall oder wie auch immer, und ihr braucht den jetzt unbedingt, dann ist es natürlich angenehmer, wenn dann der König schnell stirbt. Das ist klar. Darf man natürlich nicht vergessen, dass dann dieser Junge, der dann Neukönig wird, auch relativ schnell stirbt. Also von daher, weiß ich nicht. Wie gesagt, das sollte jeder für sich selber rausfinden. Spionagerolle. Ist auch eine Einstellung, wo ich sagen würde, muss jeder austesten. Ich weiß halt nicht, inwiefern ihr die Experience machen wollt, im gesamten Game alles auszutesten. Das heißt auch, in Spion mal wirklich meinetwegen hier in Frankreich reinzuschicken, ne? Aus Genua Frankreich reinschicken und sagen, hier, Digga, nimm doch mal hier ein bisschen die ganzen Ländereien auseinander, von innen her. Spalte doch mal Toulouse ab oder Lyon oder wen auch immer, ne? Ist ein eigenes Königreich dann und dann holst du dir halt das neue Königreich. Wie auch immer, ne? Das, also man hat da wirklich viele Möglichkeiten. Also das Spiel im Allgemeinen wirklich bietet einen sehr, sehr viele Möglichkeiten, seinen eigenen Spielziel zu finden. Ich muss jetzt ehrlich sagen, ich spiele einfach nur genial. Wenn man mal am Wochenende 46 Stunden Zeit hat, nachdem man aus der Nachtschicht kommt, oder Spätschicht oder Frühschicht. Ja, ich arbeite im Schichtsystem noch zusätzlich. Da ist das natürlich, da musst du am Wochenende, wenn du Samstag früh aus der Nachtschicht kommst, ne, 6:30, da ist 46 Stunden erstmal Knights of Honor angesagt, verstehst du wie? Wenn ihr im Multiplayer spielt, nur um es nicht allzu sehr in die Länge zu ziehen, gebe ich euch das mit ans Herz, macht einen kleinen Sieg. Packt noch irgendeinen kleinen Sieg mit rein. Weil Weltherrscher zu werden, ich habe es schon erreicht. Ich habe schon mit anderen zum Beispiel, haben wir uns die komplette Karte geteilt. Ich hatte ab hier unten alles, so hier. Anderen hatte hier oben alles, die ganze Seite hier drüben. Ja, wie gesagt, Weltherrscher ist eine Sache für sich. Ja, das war's eigentlich schon. Ich will das hier nicht zu sehr in die Länge ziehen. War schon wieder fast eine halbe Stunde, ne? Sogar ein bisschen länger. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also es wird noch einiges folgen davon. Es gibt extrem viel zu erklären. Es gibt extrem viel Sachen, die sogar selbst einige Pro-Gamer noch nicht wissen. Wie man zum Beispiel einfach mal mit einem normalen Marshall eine Truppenstärke von 5800 bekommt, wissen die wenigsten. Alles möglich. Ne? Mit dem König ist einfacher. Das ist sogar noch ein bisschen mehr möglich, aber mit einem normalen Marshall Stufe 15, na, nicht ganz so einfach. Aber da gibt es auch Tricks, um das Ganze ein bisschen voranzutreiben. Ich werde mit euch auch durchgehen, welche Provinzen bestimmte Leute anbieten. Also bestimmte Kämpfer für euch anbieten, die schon extrem stark sind. Ich werde mit euch drüber quatschen, was hat das mit dem Schockschaden auf sich? Was ist Belagerungsangriff? Warum haben die und die meinetwegen Belagerungsangriff von, ich sage jetzt einfach mal eine Zahl von 500 und brauchen aber gefühlt eine Stunde,
um was zu erobern, also um eine Burg zu erobern. Und andere haben bloß einen Belagerungsangriff von 200, sage ich mal. Oder nehmen wir einfach mal 250, ist genau die Hälfte. Und schaffen es aber auch in der halben Zeit. Na, da gibt es verschiedene Faktoren, die da eine Rolle mitspielen. Also, wie gesagt, es ist ein sehr allumfassendes Spiel hier. Also, ich hoffe, es freut euch. Lasst mir gerne Feedback in den Kommentaren dazu. Ne? Korrigiert mich, wenn ich irgendwas falsch erzählt habe oder irgendwelchen Quatsch erzählt habe. Ja, das ist kein Thema, nehme ich gerne hin. Wie, ihr macht es. Nein, Spaß. Ihr macht das ruhig, das ist alles kein Thema. Ich nehme das wirklich, auch wenn mich einer irgendwie ein bisschen, ja, sagen wir mal, schief angeht von der Seite, ich nehme alles mit Humor, wirklich. Ich bin da nicht so. Um mich zu ärgern, ja, da braucht man schon einiges. Oder halt bestimmte Games. Ja, wie gesagt, das dazu, Jungs und Mädels. Ich hoffe, es hat euch irgendwie geholfen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Und tschüssi.